Oh, es ist tags geworden. Und in dem Sinne, ey, hallo und herzlich willkommen. Ich habe neulich jetzt schon wieder eine ganz lange Aufnahmepause gemacht von 2 Wochen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr allzu viel, aber ich versuche mein Bestes. Hoffentlich gelingt es. Ich habe auf jeden Fall ganz kurz, weil wir sind wieder im Stream, ne, und so und bla bla bla. Habe ich gerade hier gesehen, hier ist eine Truhe. Ja, das haben wir. Ja, das haben wir uns schon. Das war Graben. Wir haben einen Reiseglücksbringer erhalten. Schützt Reisende vor Gefahren. Erhöht die Göttlichkeitsstufe um 1. Okay. So können wir zeichnen. Hier ist nah ran. Und ich muss mich hier wieder in der Steuerung vertraut machen. Irgendwie konnte man doch schlagen. Hä? Warum kann ich nicht schlagen? Also, so rempeln? Aber irgendwie konnte ich doch auch schlagen, oder nicht? Das ist buddeln? Irgendwie war doch schlagen. Okay, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz in die Steuerung reingucken. Das sind die Pinselstriche. Kann man hier Steuerung einsehen? Mist. Wie war schlagen? Es kann ja nicht sein. Das ist buddeln. Das ist normal. Das ist bellen. Das ist springen. Das ist Kamera. Das ist Pinsel. Irgendwie muss man doch schlagen können. Weiß man, ich gehe mal jetzt in den Kampf hier rein. Ach, wenn man ganz normal. Nur wenn wirklich Gegner da sind. Kann man so schlagen. Ansonsten rempelt man ganz normal. Alles fertig? Ja. Okay. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade erstmal ganz kurz reinkommen muss. Ersten 3 Minuten am Arsch wahrscheinlich. Dann mal ein bisschen Geld mit dazu. Was ist denn mit ihm los? Hallo. Weiß gar nicht mehr, wer der war. Oh, mich lässt es halt wirklich so viel gehen. Wurdest du schon wieder zum Einkaufen geschickt, Hündchen? Was hast denn du alles? Das haben wir, glaube ich, alles einmal. Angriffskraft. Heiliger Knochen. Kaufen wir einmal so. Okay. Müssen auf jeden Fall überall dahin, wo uns jetzt die Map hinführt. Ah ne, und das Haus da oben ist oben auf dem Berg. Stimmt, ich hatte die Kamera ja so gemacht, dass ich draußen bin, weil die Kamera an sich dann besser beweglicher ist. So. War das bei dem noch mal hier?
Hat das. Hat das wehgetan? Mir jetzt nicht so richtig. Oh doch, hat wehgetan. Das ist ein Bossgegner. Da unten rechts ist die Leiste. Und weg ist er. Besiegt. Kann ich noch irgendwie... Nö, ist besiegt. Okay. Na komm. Zeichne einmal gut. Noch einer mit einer Trommel. Was? Wie viele kommen denn? Oh, weg ist er. Kommt jetzt noch irgendwas? Oder war es das? Es war's, okay. Na, Zeit waren wir eher nicht so gut. Aber Hauptsache, wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Und ein paar XP. Was ist denn das hier? Immer noch schädlich, das Wasser. Eine Sekunde mal, kann man einmal ganz kurz... Kamerasteuerung ein bisschen schneller schalten? So wie es aussieht, kann man es nicht schneller schalten. Oh, jetzt ist es komplett andersrum. Und das soll normal sein? Alter, komm schon. So. Das ist wieder normal, so. Für mich normal. Samen ist ja eher für Schweine nichts. Fleisch auch nicht. Fisch auch nicht. Oder doch Samen? Ah, doch Samen. Samen gefällt denen. Samen macht die glücklich. Wieder ein paar XP. So, eine Handheld. Boing. Ich will mal hier eine Bombe zeichnen. Kann ich das noch? Ja, kann ich noch. Hier brennt ein Haufen. Was ist denn das für ein Haus hier erstmal? Erstmal ein Dojo. Dieser runtergekommene Dojo wird von einem exzentrischen alten Mann geleitet. Oh, das klingt gar nicht gut. Nun, was haben wir denn hier? Es sieht so aus, als ob ich einen wunderbaren wölfischen Besucher hätte. Mein Name ist Onigiri Sensei. Und das hier ist mein Dojo. Ah. Riesenkind. Kämpfender Meister Onigiri Sensei. Was für ein Anliegen könnte ein Wolf wie du in einem Dojo wie diesem haben? Bestimmt bist du nicht hier, um die Kunst des Kampfes auf das Innigste zu studieren. Stimmt, Fuch ist auf jeden Fall vorhanden.
Eine neue Kampftechnik erlernen, ja klar. Mir gefällt deine Entscheidung. Mein pelziger Freund. Ich würde gerne meine Zeit damit verbringen, mit dir zu spielen. Aber ich befürchte, hier ist es viel zu gefährlich für Kreaturen wie dich. Es sei denn natürlich, dass du die Trainingsgebühr bezahlen musst. Alter. Knacker. Füg 4 Treffer zur normalen Spezialangriffskombo dazu. Was für Au. Um geschickt dem Schaden auszuweichen. Einen Schaden ausweichen? Was? Fügt 4 Treffer zur normalen Spiegelangriffskombo hinzu. Mach ich mal das hier. Oh Gott, Entschuldigung, letzte Zeit. Alter, das ist bestimmt schon der 6. oder 7. Gena. Warum war es denn auf einmal mit mir los? Boah. Was ist los, ey? Oh Gott. Ich weiß es gerade gar nicht. Sobald ich das Spiel hier, dieses Spiel hier gestartet habe, direkt fängt es wieder an. Warum? Ich glaube, mich trifft ein Pferd. Ah, ne, oh. Ich glaube, mich trifft ein Pferd. Du hast das Geld, oder? Ich verstehe. Ich schätze, ich habe keine Wahl. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen. Und dir erlauben, in diesem Dojo zu... Alter, das waren so viele Tacken. Das waren 5000 Tacken. Die habe ich mir jetzt sehr hart erspart. Ah! Oh. Meinem Hals geht's gut. Was ist mit... Wow! Oh. Bist du mental darauf vorbereitet, dich der ultimativen Herausforderung zu stellen? Ehrlich gesagt, so wie du deinen Kopf jetzt einfach mal drumherum gedreht hast, nein. Nimm mein Geld, lass mich in Ruhe. Tritt ein und wir werden dich testen. Alter, der hat sein Gesicht einfach mal verkehrt herum. Strömbruch ist immer noch da, obwohl ich keinen Strömbruch haben will. Strömbruch. Alter. Dann lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Spiegeltechnik 4 Winde trainieren. Alter, das ist, ich glaube, ist das nervig, die ganze Zeit mit der Stimme, ich weiß es nicht. Nimm diese Techniktipps zu Herzen und erinnere dich daran, während wir trainieren. 4 Winde Spiegel... Vier Wände Spiegeltechnik-Tipps. Drücke Y, um den Angriff zu beginnen. Drücke dann wiederholt schnell Y, achte auf das Timing. Wiederhole das, bis du 4 aufeinander folgende Spiegeltreffer gelandet hast. Diese Kombo macht kurzen Prozess mit Feinden und sieht auch noch gut aus. Nun hast du alles verstanden. Hast du die Erklärung verstanden? Ja. Nun dann. Ich gewähre dir diese Technik-Schriftrolle. Easy, wenn du vergessen hast, was es heißt, ein Krieger zu sein. Technikschriftrolle. Verstehe sie mit deinem Körper. Wie mit deinem Geist. Ein Guarde. Alter. Wenn das die Technik war, wegen 5000 Tacken, ich hab das... Wenn das nur diese eine Technik war, ich raste aus. Ich sag's dir, ich raste aus. Na, nicht schlecht, weiter so. Das haben wir die ganze Zeit schon gemacht, das ist nichts Neues. Wenn ich dafür jetzt 5000 Tacken verschwendet habe, ich werd wütend. Ich werd so wütend. Gib mir irgendwas, was ich noch nicht kann. Nicht aufgeben, streng nicht mehr an. Oh Gott, Alter. Juhu! Ist das alles, was du zu bieten hast? Ja, momentan ja, weil du mich nichts anderes machen lässt. Und ganz kurz. Geht nicht. Aha. Das habe ich ja schon 3-4 Mal hintereinander gemacht. Ja, lass deinen Kriegergeist
Hell leuchten. Wie oft lässt du mich das jetzt auch machen? Machen. Wie oft muss ich das jetzt noch machen? 6 Mal oder so habe ich das jetzt schon hinter mir. Das reicht jetzt. Oh. Sehr beeindruckend. Du hast mir deinen Kriegergeist gezeigt. Du darfst diesen Geist nicht vernachlässigen. Ich trainiere jeden Tag, um ihn zu stärken. Du kannst jetzt gehen. Zeig diesen verdorbenen Kreaturen die wahre Natur eines Kriegers. Was? 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 Cringe? Was heißt das jetzt? War es das jetzt wirklich? Du siehst glücklich aus, dass du eine neue Fähigkeit gelernt hast. Das färbt mir das Herz, aber richtig toll. Es explodiert Kurve. Ah, es wärmt so toll, ich verbrenne. Ah. Ich setze mich in den Ofen, das kühlt mich ab. Weil ich viel heißer bin als ein Ofen. Du siehst glücklich aus, dass du eine neue Fähigkeit gelernt hast. Das färbt mir das Herz. Alter, kann der noch was anderes sagen oder mir was Neues beibringen? Das habe ich doch schon die ganze Zeit. Oder ist das. Oder ist das schneller gemacht? Ist das schneller? Er sagt nur das Gleiche. Was ist denn mit dem? Hallo? Gib mir mein Geld zurück, Scharlatan. Konnte ich vorher schneller, nicht so schnell angreifen? Ist das jetzt einfach nur, dass ich schneller gerade geworden bin? Der hat mich das 7-8 Mal hintereinander machen lassen. Das ist aber keine neue Technik, die habe ich schon die ganze Zeit drauf. Du hast wohl genug, was? Hör zu, Wolf. Erfahrung in der Fähigkeit zu gewinnen, wünschenswert. Aber du darfst nie den Willen zur Selbstverbesserung verlieren. Ich bete, dass du das nie vergisst. Mein Bart ist zur Augenbraue geworden. Ja. Na, der hat doch seinen Kopf gedreht. Und meine Augenbrauen sind zum Bart geworden. Alter, was ist mit dem? Man kann seinen Kopf einfach mal wirklich drehen. Dann sieht das einfach nur genau gleich aus. Nur andersrum. Hehe, ist ja komplett. Sieht voll gleich aus, nur andersrum. Nice, Witzbold.